Servus Leute, zurück zu Let's Play Pathfinder oder Pfadfinder. Wir haben das letzte Mal gegen einen mächtigen Wasserelementar gekämpft und das war nicht leicht. Das war nicht leicht. Dann sieht ihr hier, mein Tank, der hat gelitten. Aber der hat auch Damage rausgegeben. Okay, da ist das. Wir haben dort unten nämlich bei den Wächtern was herausgefunden. Wir haben herausgefunden, ja, da, Moment, ich will das ein bisschen. Das kann man, ja, das kann man ein bisschen hoch. Ein bisschen höher ist besser. Bisschen höher. Ich mag diese Texte tatsächlich. Wir haben dort unten erfahren von einem der Akolyten oder wie die heißen. Ja, da gibt es anscheinend was. Da können wir anscheinend irgendwie weiter. Verschlungene Dunkelheit. Unvollendet. Was war das? Wer hat da gerade sein Schwert gezogen? Der unvollendete. Aha. Hier sehen wir doch gerade eine Falle. Okay. Das ist der unvollendete Teil des Labyrinths. Ich bin gespannt, was mich hier erwartet. Ich sollte auf jeden Fall die Tür zulassen. Hand von Hosilla. Vielleicht doch erst ein Kleriker. Genau. Sonst bufft er hier komische Sachen. Jawohl, so sieht's aus. Okay, was haben wir hier Feines? Wir nehmen nur das Geld. Wir nehmen nur das Geld. Die Tinte nehmen wir, die ist wertvoll. Also im Vergleich zu ihrem... Oh, Hosillas Schlüssel, ein filigraner damit unheimlich... Mächtige magische Aura. Ja, den Schlüssel zum Herzen haben wir. Befolgt diese, halte die zu allen Zeiten geschlossen. Haben sie anscheinend nicht gemacht. Das nehmen. Oh ja, ich muss ja auch noch dringend die. Ich muss ja noch dringend denen hier leckere Tränke wiedergeben, nachdem wir beim letzten Kampf ja nahezu alles verbraucht haben. Genau, die haben ja gut geschluckt. War auch wichtig. Also ohne das die Schlückchen, ich glaube, der Wasserelementar hätte mich gnadenlos zerfetzt. Ich habe sogar ein paar Ladungen von diesem Heilstab. Der ist auch nicht viel wert, aber hey. Why not? Der hat mehr leichte Wunden heilen drin. Das finde ich echt geil, wie die Tränke sogar am Gürtel angezeigt werden. Hier wird hier mit Schnaps voll befüllt. Alles Weinflaschen. So, Moment. Habe ich von denen wirklich alles? Ja, doch, ich habe alles Nützliche. Was haben wir hier? Das ist der Stimmt, der unvollendete Teil des Labyrinths. Die nennen das auch Labyrinth. Oder der es gebaut hat. Aber haben die Kultisten es gebaut? Ein Varan. Mehrere Varane. Die sind gar nicht schlecht, die Varane. Macht ihn weg. Jawohl. Häuten. Oh, man kann es doch alles einsammeln. Häuten. Ah, hat geklappt. Sehr gut, Camellia. Ah, häuten bedeutet das dann. So, was haben wir hier? In diesem Käfig wurde eine große, aggressive Kreatur gehalten. Die verborgene Käfig... Lass mich doch lesen. Vermuten, dass die Kreatur nun frei herumläuft. Ja. Die Kreatur ist kein Thema mehr. Dann haben wir hier was. Ich habe bisher noch nicht erfahren, brauchen wir das? Ein Händler würde viel Geld dafür bezahlen. Nicht wirklich. Dafür würde er nicht viel Geld zahlen. Ein Gold. Ist für viele viel Geld, aber für mich nicht. So, du kannst heilen. Wir haben den Schlüssel gefunden. Wir sollen also wieder zurück. Allerdings bin ich natürlich neugierig. Was ist denn hier? Will ich hier weiter? Cambion? 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 Okay, Stufe 3. Bloß.
Weil, ich kann mich erinnern, Cambion war, glaube ich, in Baldur's Gate 2 einer der stärksten, oder... War ein starker Dämon. Hier sind es einfach ein paar Dämonen, die hier rumgurken. Zumindest sehen sie so aus wie Dämonen. Könnten auch Tieflinge sein. Okay, Cambions. Meisterstücke habt ihr? Ein Kompositlangbogen ist eine Kriegswaffe. Kompositlangbogen. Ich glaube, das ist nicht so Komposit. Was ist denn die Fähigkeit Komposit? 100 ist er wert. Nehmen wir mit. Beschlagenes Leder. Maximalgeschicklichkeit. Oh. Moment. Beschlagenes Leder ist gut. Beschlagenes Leder ist echt gut, weil... Wer war das? Du warst es. Du hast bloß die Lederrüstung. Beschlagenes Leder lässt dir aber die 5er Maximum Geschicklichkeit auch zu. Du hast bloß 5. Also ein Rüstungsklasse mehr für dich. Das können wir dabei ablegen. Ist nichts wert. Kaum was wert. Okay, wir kommen hier langsam in einen komischen Ort. Hier sind Dämonen unterwegs oder sowas. Vielleicht sollten wir deswegen nie hier hin. Aber natürlich, ich bin neugierig, ich will... nicht so weit vor, nicht so weit vor, Leute! Nein, 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 ich will den sehen. Ah, okay. Mittelgroßer Erdelementar, okay. Scheinbar machbar. Er ist nur... Ich habe den Wasserelementar nicht angeschaut. Jawohl. Habt ihr gut gemacht. Meteoritenstaub. Wiegt nix, ist was wert. So liebe ich meine Beute. Wiegt nix, ist nichts wert. Hier sollte man überall rumschauen, oder? Man könnte hier überall was finden. Diamantenstaub zum Beispiel. Ist nicht so wertvoll wie Meteoritenstaub, aber... Hey. Was machen wir hier? Wir kommen immer weiter in diesen Dungeon. Er ist eine Falle. Er ist eine Falle. What do we have here? I am helpful. Es geht noch weiter runter. Will ich das? Ja, ich will das. Die Gier treibt mich an. Aber jetzt wird es langsam gruselig, muss ich zugeben. Was ist das für eine... Wer wird hier gehalten? Das ist eine Folterkammer. Oh, da ist noch einer. Er rennt ruhig hin. Oh, das ist eine... Das ist eine Rätselkammer. Haut auf ihn drauf. Wie mies du schießt, Wuchi. Ah, wie mies ich schieße. Oh je. So, hier haben wir ein Schalterrätsel. Ne, halt, der hat Loot. Der hat Loot. Blutfiole. Braun von Tränken, okay. Meisterstück. Komposit. Gibt wieder 100. Beschlagenes Leder. War schon eine Verbesserung, das beschlagene Leder. So, freut mich. Rüstungsklasse verbessern ist immer super. Ein Feenpilz. Braun von... Da bin ich mal gespannt, wie das Crafting-System hier funktioniert. Weil man findet hier so viele Sachen. So, und hier habe ich jetzt ein Farbrätsel. Ich kann einfach mal Farben drücken. Irgendeine Kombination. Machen wir mal grün, rot, gelb, blau.
Rot, grün, blau, gelb. Also ich gehe davon aus, es ist so ein Hin und Her. Grün, rot, blau, gelb. Moment, die Zeichen. Das sind verschiedenste Zeichen. Wir haben hier... Naja, schauen wir uns um. Ich glaube, da war noch eine Tür. Also hier ist... Nee, was ist hier? Gibt es irgendwo einen Hinweis? Vielleicht muss ich irgendwo anders noch was finden. Halt, hier haben wir so ein Zeichen. Ja gut, das hilft mir aber... Ich sehe, hier ist eine Tür. Hier... Hier ist ein Raum. Wie komme ich in den Raum rein? Wahrscheinlich komme ich erst in den Raum rein, wenn ich dieses Rätsel gelöst habe. Okay, Rätsel-Time. Riddler. Ja, ich kann random rumraten, sehen. Wahrscheinlich habt ihr schon längst gesagt, ihr ruft gerade mir entgegen. Wie kannst du so dumm sein? Aber ich glaube auch nicht, dass ich irgendeinen Hinweis bekommen habe. Bisher. Blau. Grün hat das Symbol. Oh. Ja, GG. Ich kann eine Taste mehrfach drücken. Ja, okay, dann gibt es ein bisschen mehr Möglichkeiten, als ich gedacht habe. Dann habe ich keine Chance mit Raten. Vielleicht kriege ich von wem auch immer vielleicht werde ich auch einfach mal offscreen dann nachschauen. Wir haben auf jeden Fall was zu tun. Gibt's hier vielleicht die Zeichen? Habe ich mir grob gemerkt, nicht wirklich. Gibt's hier irgendwas von den Zeichen? Nee, naja. Hier sind schon Zeichen, aber ich kann sie mir niemals merken. Tja, dann schauen wir mal, wie die Meisterin so tickt. Oh, es geht lagern. Vor dir liegen schwere Kämpfe. Deine Helden sind müde und haben vielleicht auch keine Zauber mehr. Um deine Kräfte aufzufüllen, schlage ein Lager auf und ruhe dich aus. Ja, okay. Ich soll jetzt lagern. Dann tun wir das. Oh, dann kann ich auch gleich mal nachschauen, was dieses Rätsel... Ich schau mal schnell nach, wie dieses Rätsel funktioniert. Was ich da vergeigt habe. Bevor wir hier raus müssen und hier nichts mehr passiert. Das wäre schade. Also wenn ich nicht mehr zurück kann. So in Baldur's Gate 2 konnte man in den Anfangs-Dungeon auch nicht mehr zurück, weil er dann eingestürzt ist und dann war es zu Ende. Das könnte ich mir auch vorstellen, weil sie will mich ja eigentlich nach draußen führen, aber ich glaube, sie bleibt bei uns. Also von daher... muss ich mal schauen. Wir sehen uns gleich wieder. Ja, tatsächlich, auf das wäre ich nicht gekommen. Tatsächlich haben wir es gemeinsam angeschaut. Ich weiß nicht... Moment. Wo? Wir haben... Ja, hier ist es. Ich habe das, glaube ich, schon mal angeschaut und habe mir dabei einen Kommentar verkniffen. Ich glaube, ich habe mit euch gemeinsam da drauf geschaut. Ich kann mich daran erinnern. Das ist die gesuchte Kombination. Gelb, blau, rot, gelb. Die dort unten benötigt wird. Muss man erstmal drauf kommen, nicht wahr? Also ich wäre nicht drauf gekommen. Dafür habe ich dem zu wenig Achtung geschenkt. Aber wenn man es so sieht, es ist tatsächlich auffällig. Es ist, naja, es sind hier überall Gemälde dort. Also es ist wirklich gar nicht so leicht. Da muss man schon drauf kommen. Besonders, weil es erst sehr spät, weiter später benötigt wird, dieses Wissen.
Ah, das wird tricky. Gelb, blau, rot, gelb. So für einen Einstieg ein leichteres Rätsel wäre nicht schlecht gewesen. Aber gut. Schauen wir mal, was wir davon haben. Blau, rot und gelbe. Tada! Was haben wir hier? Erstmal was zum Knacken. Das ist nichts wert. Das ist ein bisschen was wert, aber nichts Besonderes. Was ist das? Sela mustert das Schwert ganz genau, obwohl du selbst nichts besonders dran erkennen kannst. Augenblick! Ist das... Nein, das kann nicht sein. Ihre Augen beginnen zu strahlen. Dieses Heft kenne ich. Diese Klinge ist Glanz. Das Schwert der mächtigen Janiel. Aber es sollte sich eigentlich in Estros Turm befinden, mit all den anderen Relikten. Zumindest habe ich das gehört. Nun ja, gewiss muss dieses Stück rostigen Metalls eben jenes Schwert sein. Camilla verdreht die Augen. Ich denke, ihr wünscht euch lediglich, dass sie dies das sagen, wo das Schwert ist. Glanzerrungenschaft. Oh, meine erste Errungenschaft. Ihr begreift das nicht. Ich habe dieses Schwert hunderte Male gesehen, auf Gemälden und in den Händen der Janiel-Statue. Ich hatte sogar schon überlegt, das Estrod-Museum zu besuchen, um das echte Schwert mit eigenen Augen zu sehen. Wie ist es das hergekommen? Glanz. Was ist daran so besonders? Nun ja, im Grunde nichts, aber dieses Schwert war seinerzeit legendär. Es heißt, wenn Janiel das Schwert in den Händen hielt, habe die Klinge strahlend hell zu glänzen begonnen und Dämonen und Dämonen gerichtet. Und Dämon um Dämon... Ah, um Dämon gerichtet. Soldaten konnten Glanz aus der Ferne strahlen sehen, was ihnen Mut schenkte, sich ins Gefecht zu stürzen und dieses zu gewinnen. Aber ich weiß nicht, was dem Schwert nun fehlt oder wie man seine Macht wiederherstellen kann. Ich spüre nur, dass sie es geschändet haben. Ah, ihr fühlt mit einem Gegenstand erstaunlich. Sind alle Paladine so sanftmütig und empfindsam? Ah, mir gefällt deine rationale, verhöhnerische, zynische Art. Du gehörst auf die böse Seite. Wer ist Janiel? Das stimmt. Nein, ihr habt noch nie von Janiel gehört? Sie sind ganz Golarion, eine Berühmtheit. Stimmt, ich bin ein golarischer Nekromant, oder? Wann hatte ich das nicht? Sie war eine großartige Frau. Sie stammte aus Mendev. Und als der Kreuzzug begann, konnte sie nicht einfach untätig herumsitzen. Sie widmete ihr Leben dem Kreuzzug. Das heißt, sie sei kühn und entschlossen gewesen. Sie rannte stets als Erste in die Schlacht und opferte niemals das Leben anderer für einen taktischen Vorteil. Ja, anscheinend bekam es sie nicht so gut. So erinnert man sich an sie, als unglaubliche Kriegerin, in der das Feuer des rechtschaffenen Zorns brannte. In allen Darstellungen, die von ihr existieren, sieht sie aus, als sei sie in der Lage, ganz allein alle Dämonen zurück in den Abyss zu drängen. Doch dann geschah etwas zwischen ihr und ihren Befehlshabern. Vielleicht beneideten sie sie, vielleicht war es auch mehr, ich weiß es nicht. Wie dem auch sei, sie ging ohne ihre Kameraden in die Weltenwunde und sie überlebte nicht nur, sondern rettete dort sogar Kreuzfahrer und führte sie zurück. Ist das zu glauben? Sie starb, wie sie gelebt hatte, voller Stolz. Sie war eine von jenen, die Dresden bis zum bitteren Ende verteidigten. Dort ließ sie ihr Leben. Sela verzieht das Gesicht. Versteht mich nicht falsch, aber ich hoffe wirklich, dass sie einen schnellen Heldentod gestorben ist. Denn wenn nicht, dann heißt das, dass sie gefangen genommen wurde und unvorstellbare Qualen erleiden musste. Das würde ich niemandem wünschen. Ihr wisst viel über Janiel. Ihr verehrt sie richtig gehen, nicht wahr? Das kann man wohl sagen. Ha! Ich habe mich schon immer mit Janiel verbunden gefühlt. Ich weiß, wie es ist, nicht das zu sein, was man in den Augen seiner Befehlshaber sein sollte. Wann immer ich unter Druck stand, habe ich an Janiel gedacht. Manche mag nicht gefallen haben, wie sie war. Aber für jene, die... Okay. Wie kann das hier unten landen, dieses wertvolle Relikt? Janiel ist verschwunden, doch wie durch ein Wunder wurde Glanz aus der Schlacht gerettet. Niemand sonst hat das Schwert je geführt. Es ist Janiels Klinge und wird es immer bleiben. Da wurde es mit den anderen Relikten der Kreuzfahrer Estrods Turm gebracht. Doch nun scheint es, als habe es jemand gestohlen. Ich habe das einzige eigenartige Gefühl, dass, als würde ich einen Kriegerkameraden aus einem Verlies retten. Wir können es nicht einfach liegen lassen, auch wenn es uns nichts nutzt. Hier unten nutzt es niemanden, aber was, wenn es sich reparieren lässt? Was, wenn es sich reparieren lässt? Wo ist denn dieses Glanz? Ist es eine Waffe? Glanz. Kaltes Eisen.
Meisterarbeit, Langschwert aus kaltem Eisen. Okay. Gibt's dazu weitere Infos? Also, Meisterstück, kaltes Eisen. Nee. Okay. Ein interessantes Schwert, was wir hier gefunden haben. Interesting. Tatsächlich. Ich hätte es nicht erwartet. Aber da oben ist auch ein Raum. Wie komme ich da hin? Ah, wahrscheinlich haben sie ihren Wahrnehmungswurf nicht geschafft oder so. Und deswegen öffnet sich dieser Raum nicht. Schade. Oder ich habe noch einen Mechanismus übersehen. Okay, wir haben Glanz gefunden. Komisch, komisch. Ja, man... Kann es sein, dass diese Ratten oder Mäuse sozusagen ein Hinweis für ein Geheimnis sind? Weil hier waren ja auch Mäuse. Und die haben mich erstmal zumindest neugierig gemacht und dann wurde auf einmal ein Geheimnis entdeckt. Kann sein, kann sein. So, aber das erstmal dazu. Jetzt haben wir viel Zeit damit verschwendet. War auf jeden Fall interessant. Und jetzt gehen wir mal nach oben. Vor uns liegen schwere Kämpfe, hieß es. Ach du Schande. Imoeda, oder wie die heißt, ist eine Göttin der Gerechtigkeit und des Guten. Hier seid ihr zusammengedrängt wie eine Herde Tiere, erbärmliche Monster, nicht Menschen, nicht Dämonen. Selbst Tieflinge sind weniger verkommen als ihr. Okay, was ist das? Ist das die... Aber ich, euer Meister, Svamlek, kann euch besser machen, stärker. Ich kann euch nähren. Hungernde in der Dunkelheit, unterwerft euch mir. Wir sind ein bisschen zu stark, oder? Nein, wir sind die Nachfahren von Kreuzfahren. Einem Dämon zu vertrauen, wäre Verrat an ihrem Andenken. Ach, das sind die Mischlinge. Das sind sozusagen die Mischwesen. Das ist die Chefin. Nun, ist noch ein Nachfahren von Kreuzfahrern eine alte Legende teurer als sein eigenes Leben? Ungeheuer, Monster in menschlicher Gestalt, zeigt eure wahre Natur. Das ist das süße, nahrhafte Fleisch eines rechtschaffenen Asima. Esst, Untergrundkreuzfahrer, esst das Fleisch des Kreuzfahrers von der Oberfläche. Findet eure wahre Stärke. Okay, so werden sie verdorben. Du stürzt dich auf den Dämon, aber die Luft scheint mit jedem Schritt dicker zu werden. Du fühlst dich, als würdest du unter Wasser beobachten, wie die Mischvölker einer nach dem anderen auf die Knie fallen und zum Körper des Asimar kriechen. Du hörst, wie ihre Zähne sich durch das Fleisch bohren. Du hörst das Blut spritzen. Du hörst die ehemaligen Mischvölker wie Tiere fauchen, die sich knurren um die saftigsten und zartesten Fleischstücke streiten. Ursula tötend. Okay. Deine Gefährten winden sich vor Schmerzen. Einer greift sich an den Kopf, ein anderer krümmt sich gequält zusammen. Du spürst, wie dir der Speichel im Mund zusammenläuft. Der metallische Geruch weckt einen Hunger in dir. Der Hunger verwandelt sich in Wut. Dieser geflügelte Abschaum wagt es, dich seinem Willen zu unterwerfen zu wollen. Er wagt es, dich mit süßen Duftzorn Fleisch zu locken. Unbefleckt von Verderbnis. Der Schuft muss sterben. Ich werde die nächste Macht werden. Sterben! Und noch immer bleibt deine Klarheit bestehen. Irgendwo tief in dir drinnen, unter dem Schleier aus Zorn und Wut, spürst du, wie das Licht versucht, sich Bahn zu brechen. Na gut, ist beides eigentlich unwichtig. Ich will beides nicht machen. Der Wut nachgeben. Du lässt zu, dass die Wut von dir Besitz ergreift. Du wirst von einer bösartigen Freude durchströmt. Freiheit. Die Freiheit, jeden zu töten, der dir im Weg steht. Der Dämon, der Kultist und ihr jämmerliches Mischvolk sind keine ebenbürtigen Gegner für dich. Oh ja, du spürst, wie dir der scharlachrote Nebel des Hasses die Sicht verschleiert. Dein kochendes Blut will nicht länger ruhig in deinen Adern vor sich hinfließen. Es will frei sein. Es schießt in mächtigen, pulsierenden Strömen aus deiner Brustwunde hervor.
Der metallene Geruch treibt dich vollends in den Wahnsinn. Zurück, ihr Würmer! Der Dämon zischt und weicht zurück. Ah, ihr seid nicht, wie ihr auf den ersten Blick scheint. Ihr tragt unsere Macht in euch. Sklaven, zerstört diesen Abschaum. Horsilla zeigt mir den Finger auf dich. Er ist bereits verwundet. Wenn du... töten. Vendok tritt einen Schritt nach vorne. Ich diene euch nicht mehr, Hure. Euch nicht und eurem fliegenden Affen nicht. Ich kämpfe immer an der Seite des Stärksten. Lan tritt aus dem Schatten und legt einen Pfeil in seinen Bogen. Was habe ich verpasst? Ein dramatisches Duell? Oh, du bist es. Perfekt. Okay, die Mischlinge sind noch nicht böse. Na gut. Truffhauen. Macht Horsilla weg. Aber vorher schauen wir uns doch mal Horsilla an. Eine Stufe 6 Inquisitorin. Chaotisch böse. Oh, da haben wir doch was. Du. Böses Niederstrecken. Was kriegen wir noch an Infos? Ja. 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 Richtsprüche. Ah, die Liste ist lang. Oh Gott, die Liste ist ziemlich lang. Okay, so viel will ich dann doch nicht wissen. Jawohl. Oh, mächtiges Walmeck, deine treue Dienerin ruft dich jetzt. Dämonen, beschützt eure Herren. Vendok, das hat mir gefallen. Dämonen geben fürchterlich schlechte Wachen ab. Quasit. Ah, die sind auf mich drauf. Greift ihn jetzt an. Jawohl. Was ist jetzt mit den Verdorbenen? They didn't have a choice. They were forced to do it. Ah, endlich mal wieder Texte. Ah, ja, ich habe herausgefunden mittlerweile bei meinen Recherchen, diese Sprechtexte gibt es nur noch in besonderen Situationen. So Hauptquest-Situationen wahrscheinlich. Aber ich freue mich jedes Mal, wenn sie auftauchen, weil sie sind echt gut gemacht. Keep telling yourself that, Lan. There is always a choice. They could have chosen to die, but now they're going to live and become stronger. I know that from personal experience. Hast du auch den bist du auch den Weg gegangen? Shut up! You're not just a traitor, you're a monster! The young ones, they believed your stories, and you lured them to a demon and watched them eat human flesh! I was trying to make them strong. What have you done for them? What were you doing while I was looking for ways to bring strength to our tribe? You're useless, Lan. I led by example. I trained. I tried to become stronger so I could go to the surface and maybe do something worthwhile with my stupidly short life. And I will do it. I might be the one to bring our whole tribe to the surface. But you? Why would you want any power that turns you into a monster? These young guys and girls, they trusted you. And they were turned into mindless animals, ready to eat corpses at a demon's command. Kein schöner Winkel. Na also. I went through the same ritual as them, and I didn't become an animal. I conquered my anger. The anger that has been building and building in every one of us for decades. Unlike you, I have no intention of just lying down and politely accepting death. I will rise above all this, while you'll still be stuck with your pride
chewing on rats. Who do you want at your side? The person who betrayed the demons to follow you? The person who will do everything you say and bring glory to your name? Or this trash? Die Wahl ist einfach. Erstmal schaue ich meine Wunde an. Die blutende... Ah, die dort hinten, die chillen noch ein bisschen. Okay. Die blutende tiefe Wunde... Tiefe Wunde auf deiner Brust ist verschwunden. Das hätte es nie gegeben. Die Hause folgen... Was habe ich... Diese Wunde habe ich, seitdem ich gefunden wurde vor der Stadt. Irgendwer hat die mir verabreicht. Keiner kann mir sagen, was das ist. Und, ja, leider. Tarandalef wollte ja wahrscheinlich mich heilen davon, aber hatte ja nicht mehr die Gelegenheit. It's gone. It was just there and now it's gone. It's gotta be some kind of demonic trickery. You need to have a cleric look at that. Bisher hat es immer gut geholfen. Also, dadurch konnte ich ein Lichtschwert auf einmal ziehen oder einen Dämon vernichten oder zumindest schwächen. As if you know anything about demons and their powers. Some dark force cast its gaze on him and chose him from among all others. There's magic inside this uplander that is beyond your meager understanding. And all you have to say is, go see a cleric. You're pathetic, Lan. Pathetic, Lan. Lan, wie bist du hergekommen? I just kept going until I found it. You can find a way into anywhere if you try hard enough. And besides, I also remembered some of this traitor's stories. At least some of them were true. But that doesn't matter now. We need to tell Sol everything, and then we need to get out of here. We? You think you're the one going to the surface with them? Isn't that sweet? Ihr könnt beide mit. Theoretisch. Ja, ich hab noch zwei Plätze, also ich hab Platz für beide. Okay, und Vendurk, was ist mit dir? Du hast jemand anderem gedient? Better to serve a strong master than to eke out an existence in a dark hole with no hope. I am of the Neethers. Our lives are short, but we are hardier than humans. I realized a long time ago that I was capable of more than this life offered, and I follow whomever is the strongest. You. You scared. Of Amalek. Cosilla has fallen. Now I wish to serve you. Natürlich. Und wenn ich Schwäche zeige, dann betrayst du mich. Ist jetzt nicht sowas von Treue, aber ich plane ja sowieso, die mächtigste Entität der Welt zu werden. Von daher passt du sehr gut zu mir als meine Dienerin. I thought you were proud of your heritage. But you're willing to crawl on your belly before anyone who's even a little stronger than you. You say you didn't become an animal? What a joke! Only animals pledge their allegiance to whoever has the sharpest teeth. Oh, but what am I saying? Even cave spiders are loyal to their mother. You're even lower than that. Shots fired. Oh, so now you think you know everything about me. You're one of the best hunters in the tribe. It benefited me to ingratiate myself with you. So I acted in a way that pleased you. And the Uplander will get the Windward that he wants to see. I'm willing to do anything to get out of this hole. Das ist die richtige Einstellung. And you're willing to do anything too. Don't try to hide it. I know you, Lan. I've had time to study you. Absoluter Gehorsam. So gefällt mir das. Oh ja. Oh ja, Submission. Submission. Sehr gut. Unterwirf dich meiner Macht. The Uplanders are in danger. They need all the help they can get. But I'm only risking my own life. See the difference?
I'll do whatever the Crusade asks of me, but I'll never be like you. Was angreifen? Nee, angreifen will ich nicht unbedingt. Vielleicht kann ich ihn doch noch. Ich will ja bloß von beiden alles hören. An wen ist diese Frage gerichtet? Warum habt ihr nicht versucht, uns davon ab... An Venduak, oder? Sava Malik is always in need of new servants. You'd make as good a servant as anyone else, and then... Once you've gone missing in the maze, not even the redoubtable Lan would have dared look for you. Okay. But then why did you come with me to look for the sword? So I could kill you quietly if you found it and stop you taking it to the village, you idiot. I would have told everyone that you got caught in a cave-in. But then the Uplanders showed up and I had to change my plans. Venduak ist ziemlich böse. Gefällt mir. I don't regret what I did. I met you. Just say the word and all the Neethers will be yours. I'll bring them to you. If you take me with you. Oh, ausgezeichnet. Meine bösen Pläne. Und schon habe ich eine kleine Armee. Hey, das ist... Ich glaube... Moment. Ich habe ja irgendwo gelesen, wir müssen Armeen aufbauen und Verbündete finden. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Also, vielleicht nicht unbedingt hier unter... Man kann sie auch nett fragen, aber... dass sie uns sich anschließen, aber anscheinend... Wenn du, kann sie überzeugen. Wie auch immer, das will ich gar nicht wissen. Was sollen wir denn mit den Schwölkern machen? What you saw here, they will become stronger. Oh. They will be an army unlike anything ever seen before on Galarian. Our lives may be short, but while we live, we are faster, deadlier and harder to kill than most. I am offering you an army. An army that will win you land, power and everything you desire. Oh. Tja, sie macht mich ganz wuschig mit diesen Angeboten. An army of cannibals? Are you insane? You want to turn them from rational beings into rabid beasts that only want to kill. They will be slaves and you will be their slave driver. Is that the kind of power you're so desperate to gain? Ach, Lan, sei doch nicht der Spielverderber hier. Überleg dir's doch mal. Wir müssen hier eine Dämonenarmee besiegen. Müssen wir das nicht mit allen möglichen Mitteln machen? Also von daher. I went through the same process they did. The beast raged inside me. My mind was foggy. But I have an iron will. And I never back down. I snatched victory from the jaws of insanity. If there are any individuals worthy of becoming my officers among those Neethers, they will be able to do the same. Okay, cool, cool. Übrigens, so ausführlich machen wir es vielleicht nicht, wenn ich es lesen muss, aber wenn es voll synchronisiert ist, dann nehme ich jede Option, weil das echt richtig geil gemacht ist, finde ich. Ich habe gesagt, ihr hättet am selben Ritual teilgenommen. Heißt das, ihr habt auch Menschenfleisch gegessen? Wie hat das geschmeckt? Nach Hühnchen? Yes. Priscilla found me in the caves. I was lost and hungry. And she offered me a choice. Die as a nobody or live and gain the power to change everything. Sava Malik tore off a piece of an Azimar priestess's thigh. A big, juicy piece. More meat than I'd ever received in the tribe. That was the first time I knew what it was like to be happy. To have a full belly. I swore to myself that it would always be that way. Okay, Azima waren, glaube ich, diese halb himmlische Wesen, Menschen, so in etwa. Die komisch mit gelben Augen und sowas hätte man ja auch wählen können. Then the madness and rage took over. I came very close to turning into an animal, no better than the weaklings you saw in the maze. But I am strong. I mastered myself. I brought myself under control. Sehr gut. I fell,
so that I could rise again. Sie weiß, wie es ist, am Boden sein. Gut, gut, gut. Solche Leute kann ich gebrauchen. You should have chosen death. Dying's better than living like that. You're saying I should have died that day, Lan. But then who would have listened to your feeble jokes? Who would have showed you the best caves for hunting? Who would have made you a man? Ooh! I would have been fine without all that. And without you. Your death will make the world a slightly better place, Wenduat. Look, isn't our land sweet? Look how his eyes blaze as he speaks of murder. And we were so close, too. Tell me, what do you think he'll do to you if you fail to live up to his precious ideals? Interessiert mich nicht. Was habt ihr für Hosilla alles getan? Was wollte sie alles? Jetzt, wo sie tot ist? It was simple. I lured those I deemed worthy into the maze. To the rest, I told stories of the horrors of the maze, making them stay away. It all hung in the balance when the cave walls shuddered, and many of the young ones decided that the time of their great exodus had come. I had no doubt that Hosilla would dispatch a dozen young Neethers easily. But what would become of the maze if all the tribes poured in? Wenduak hatte einen ziemlich bösen Plan da anscheinend und hatte einen ziemlich, ja, sehr korrupt war sie unterwegs. Fast so wie eine Politikerin in unserer Welt. Sie könnte CDU-Politikerin, ja, Quatsch. So when Lan ran off looking for the angel's sword, I went after him. Not to help him, but to make sure that the sword never reached Nithong. It's a pity that you got involved and stopped me from killing him. But then again, the evening gong has not yet been struck. You sicken me. Angreifen, ihr verratet nie wieder jemanden. Das gilt, glaube ich, Wenduak dann. Ich habe genug gehört. Then you know which one of us you need. Take me with you and I will give you an army of Neethers. Don't fall for her empty words. Wenduak despises everyone but herself. As soon as you show any weakness, she'll betray you, just like she betrayed us. That is the reasoning of a weak person. A strong person does not fear, they act. Es gibt doch viel mehr. You can ask me anything, then you know which one of us you need. Warum will Lan mitkommen? Up there on the surface, the Crusades are still going on, right? Since I'm a mongrel, that means I've got Crusader blood in my veins. You could say it's my destiny, even. Anyway, I'm ready to do my duty. And all of you Crusaders get rations, right? With vegetables? Well, I'll be killing demons and be well fed for doing it? That's not life. That's a dream come true. Okay, niedrige Standards, das gefällt mir auch. I'm sorry you trusted Wenduag instead of me, and that you didn't show the light of heaven to Sol. But she can be very persuasive. She honed her skills on all of us in the tribe. I'm asking you, believe me when I say that I won't let you down. I have nothing to lose down here apart from my chief's distrust and my friendship with the giant roaches. I'll do whatever the crusade needs. Du bist auch bereit, alles zu tun. Das gefällt mir auch. Verdammt. Are you really that desperate to go to the surface, Lan? Why didn't you run away before? You know why. The Uplanders will never accept us. Don't pretend you're going for food rations. Then why? For death? For glory? If it's death you seek, you're sure to find it. Maybe I'll be able to find something on the surface that you can't get down here. Like a way to help the mongrels. A way to stop our tribes from having to follow scum like you. Okay, und Wenduk, du willst ja Macht. You think I'm just a freak from the catacombs. But Neethers are faster, stronger, and tougher than you Uplanders. Take me with you. And I'll build you an army of Neethers.
Allure them out of this hole, we'll round them all up, every last tribe, and perform the ritual. And then... Okay, das ist ganz schön brutal. Kann man das einfach sie fragen? Muss man das Ritual machen? Können sie das auch so? Also, weiß ich jetzt nicht, aber... Und dann? You will be a power to be reckoned with on the surface. Many of the Neethers will be no better than the mindless beasts we encountered in the dungeons. But there will also be those who can overcome the fog and be like me. I will lead them into battle, and you will command us all. Tja, ich brauche eine Armee. You trusted me from the beginning and hid the angel's light from that idiot Saul. Keep listening to me. And a glorious future awaits us. The power you demonstrated, it was incredible. It swept Hossilla aside, it sent Savamelek running. I will follow you. Und ich bin erst Stufe 2. Okay, meine Enchanten. I'm taking this girl with us. She'll sell us to the first demon she sees. Sela, sei mal bitte ruhig da. If we're befriending monsters in order to fight the demons, why not join forces with the strongest of them? Isn't that the rational choice? They're both equally hideous. Neither of them will improve the aesthetics of our little band. Keinen. Das ist interessant. Keinen mitnehmen. Nee, ich nehme Vendemorg. You're making a mistake. If some priest ever winds up down here, I'll ask him to pray for your soul. But I doubt it'll help you. Seele. Ich glaube nicht an Götter, ich bin Atheist. Who cares what you think? The Master has made his choice. Nein, das muss nicht so sein. Too much. He must die. Nee. You're right. I know everything. And I also know where I'm not wanted, so I think I'll just go and have a chat with Sol. Ich bin jetzt hin und her gerissen. Eigentlich, ich bin böse. Und er hat gerade etwas gedroht, was ich nicht haben möchte. Ich möchte nicht, dass er das verrät. Andererseits weiß ich, der ist ein richtig offizieller NPC, den man auch mitnehmen könnte und der mitspielen könnte. Deswegen, vielleicht gibt es noch später eine Gelegenheit, wo wir ihn treffen. Das ist der Grund. Ich würde normalerweise zu 1 tendieren, aber ich habe keine Ahnung von dem Spiel, keine Ahnung von der Story und habe Hoffnung, dass ich vielleicht doch irgendwann noch, dass er sich doch noch mir anschließt, wenn er begreift, ich bin die wahre Macht in diesem Kosmos. Ja, if this is you in a good mood, then maybe I'm lucky we're parting ways now. Got away. Don't worry, Lan. I'll get you. Wait here, Master. I will bring Sol and the other Uplanders. We'll make sure that everyone knows that Lan failed to save anyone and fled like a coward. Oh, verdammt, geht's jetzt auch? Okay. Okay, da sind alle. Epische Musik! Wo ist Sal? Hat sie ihn erwischt? Hat sie ihn tatsächlich erwischt? Hat sie ihn jetzt getötet? Dann hätten wir es selbst tun können. Ich weiß es nicht. Was hat schon zu bedeuten? Na, sieh mal einer an. Der alte Hulrun ist wohl doch nicht so verrückt, wie wir alle dachten. Hier unten waren wirklich Dämonen. Ich hätte hören sollen und eine Patrouille schicken. Verflucht. Ogros verzieht angewidertes Gesicht und versucht Abstand zu bewusstlosen Mischvölkern zu halten. Ja, ihr wart bei der Adlerwacht und sowas. Wie konnte euch so ein Nest voller Dämonen entgehen? Es hätte es nicht schon gereicht, dass ich jemanden verdammten Schatten in der Stadt hinterhergeschnüffelt habe. Jeder kennt doch die Geschichten von den Dämonen, die unter den Straßen von Canaveras hausen. Sie sind so alt wie Kreuzzüge selbst. Ich habe einen Fehler begangen, doch ihr habt ihn ausgemerzt. Daher, danke. Und was macht das Bein?
Besser als gestern, schlechter als vorgestern. Ich werde nicht sterben, keine Sorge. Das Labyrinth war voller Gefahren, doch wir haben sie bewältigt. Ich habe gespürt, dass das Labyrinth ein Ort des Bösen ist, und das war es auch. Ein Dämon saß in seiner Mitte, mit Zaubern, die unseren Verstand schwächten. Wir konnten ihn nur mit Mühe und Not überwältigen. Als wir in das Versteck des Kults kamen, haben wir Lan gesehen. Feigling, der er ist, ist er geflohen und hat die Jüngeren dem Dämon überlassen. Ja, Lan ist zu weich. Können wir überleben, wenn wir auf Leute wie ihn hören? Nein. Lan ist nicht einer von uns. Er versteht unseren Pfad nicht. Ihr versteht ihn, Vendorg. Ihr habt uns gerettet. Ich fand schon immer, dass ihr ein anständiger Kerl seid. Respekt. Vendorg, ein anständiger Kerl? Wer ist mit ihr gemeint? Kümmert euch mal um die jungen Mischvölker hier. Sie sind bewusstlos, aber wenn sie aufwachen, Häuptling, werdet ihr sehen, dass diese Experimente sie stärker gemacht haben. Einige haben zwar den Verstand verloren, aber das ist gleichgültig. Wichtig, dass sie überlebt haben. Sie sind jetzt Krieger. Solange sie jagen können, der Rest kann warten. Ihr Oberwäldler und euer Vendorg habt sie gerettet. Nur das zählt. Ab jetzt helfen wir ihnen, aber wenn sie an die Oberfläche wollen, dann weiß ich nicht, ob ich sie aufhalten kann. Es wird Zeit, hier zu verschwinden. Ich gehe mit den Oberwäldern, Häuptling. Das Labyrinth birgt keine Geheimnisse mehr. Ich muss weitergehen. Ha, ihr musstet schon immer weitergehen als alle anderen. Aber was kann ich tun? Also geht, aber sorgt dafür, dass ihr wieder zu uns zurückkommt. Aber wohin geht ihr? Wo ist der Ausgang? Ich glaube, ich habe es herausgefunden. Leiche von Ursula zeigt dir ein paar Papiere und einen Schlüssel. Wenn es einen Schlüssel gibt, gibt es auch eine Tür. Und wenn es einen Brief gibt, gibt es auch einen Empfänger. Nach Kanarusukun. Wir überfliegt den Brief kurz und... Brief? Oh, cool. Das ist cool. Savamelek. Dies ist meine letzte Warnung. Ihr müsst diskret vorgehen, ohne noch mehr Aufmerksamkeit zu erregen, als ihr bereits auf euch gezogen habt. Die Leute reden schon über das merkwürdige Verschwinden der aufrechtesten Bürger von Canaveras. Bleibt im Untergrund, nähert euch eure Mischlinge und wartet geduldig. Der Ruf zur Schlacht wird bald erfolgen und er wird laut und deutlich zu hören sein. Sogar dort unten in den Katakomben. Sammelt dann sofort eure Krieger, bringt sie an die Oberfläche und führt sie zu Estrorots Turm. Dieser Turm wird mein letzter Dolch sein. Ich werde ihn Canaveras in die Eingeweide stoßen. Unser bösartiger Diener Faxon hat den Turm vor Monaten zu seiner Operationsbasis gemacht und das Kommando über die Templer in Canaveras ergriffen, während der Großmeister von anderen Dingen abgelenkt war. Faxon hat bereits ein Lager mit Waffen, Tränken und anderen nützlichen Vorräten angelegt, die er bei Bedarf gerne mit euch teilen wird. Falls er sich ordentlich benimmt, solltet ihr eure Kräfte bündeln. Falls nicht, schlagt ihm den dummen Schädel von den Schultern und übernehmt selbst das Kommando. Herrin Minago. Okay. Ah ja, da gibt's auch zu. Oh, cool, cool, cool. Diese verfluchten Mistkerle. Das sind alle Informationen über den Kult in der Stadt, seinen Treffpunkt, Passwörter und Geheimverstecke. Ich denke, wir sollten das augenblicklich demjenigen zeigen, der in Canaris das Sagen hat. Sobald wir wieder an der Oberfläche sind, finden wir heraus, was hier vor sich geht. Eine ruhmreiche, aber nicht gänzlich tugendhafte Stadt. Bis zum ersten Kreuzzug war es ein kleines Städtchen auf einem Felsvorsprung über dem westlichen Sellen. Während der letzten dunklen Tage von Sarkoris flohen hysterische Flüchtlinge über den Fluss und suchten Schutz hinter den Mauern von Canaveras. Zunächst wurden alle Flüchtlinge widerspruchslos eingelassen. Allerdings schlich auch eine magische, als Flüchtling getarnte Lilitu-Dämonin namens Minago nach Canaveras. Dort angekommen offenbarte sie ihre wahre Gestalt und tötete Dutzende von Bürgern, ehe sie in einer Wolke aus schwarzem Rauch verschwand. Nach diesem Morgen Blutmassaker, wie das Blutbad heute genannt wird, ließ Canaveras niemand mehr in die Stadt, der nicht in allergrößter Not war. Ich zum Beispiel. Wer sich verdächtig machte, wurde verjagt oder augenblicklich hingehielt und so erlangte einen Ruf als sichere, aber misstrauische Stadt. Während des zweiten Kreuzzugs erklärten sich die Stadtherren von Canaveras bereit, einen der Schutzsteine aufzubewahren, um die Stadt vor den dämonischen Horden aus der Weltenwunde zu beschützen. Dieser Akt festigte die Rolle von Canaveras als strategisch bedeutende und für die Verteidigung von Mendev entscheidende Stadt. Tja, so viel dazu. Kultisten-Nachricht erhalten. Okay. Okay.
Ja, erstmal hier looten, meine Freunde. Looten. Die Mischlinge. Ja, ein bisschen Wunden heilen. Eine Glefe. Nicht identifiziert. Oh, shit. Habe ich das vielleicht vorher schon mal gehabt? Habe ich das vielleicht übersehen? So sind magische Gegenstände dargestellt. Was sie dann mit ihren Glefen haben. Mischling, Mischvölker, Mischling, Mischling, Mischling. Mischvölker, Mischling, Mischling, Mischling. So, der Typ. Endlich kommen wir aus diesen widerwärtigen Höhlen raus. Anivia. Viel Glück. Okay. Hier geht's wahrscheinlich raus. Aber was uns draußen erwartet, nach diesem glorreichen Finale dieses Labyrinths und unsere Entscheidung für die dunkle Seite der Macht, das werden wir beim nächsten Mal sehen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.